Hallo, schön, dass ihr um diese Uhrzeit noch so zahlreich erschienen seid. Ich werde euch jetzt Wadin als WebGIS-Framework vorstellen. Ich habe gegenüber dem Abstract ein bisschen geschummelt, weil dort wurde der Titel gekürzt und es heißt Wadin ein WebGIS-Framework. Aber ich finde, als WebGIS-Framework ist ein bisschen treffender, weil grundsätzlich ist Wadin kein GIS-Framework, aber man kann es mit zwei, drei Erweiterungen dazu machen. Ich habe hier mal einen meiner ersten Sätze aus dem Abstract eingeblendet. Das Widget vOpenLayers ist eine Wrapper-Klasse von OpenLayers für Wadin, welches grundsätzlich ermöglicht, OpenLayers-Funktionen zu nutzen. OpenLayers, das weit bekannte und stets gepflegte Projekt, ist das ideale Framework für eine browserbasierte GIS-Lösung. Ja, ich glaube, relativ viel Text, aber die wichtigsten vier Stichwörter sind diese hier. Wadin, OpenLayers, vOpenLayers und GIS. Und ich werde auch hier ein bisschen mischen, weil wir haben das jetzt 2 Jahre produktiv im Einsatz. Ich werde ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen, auch ein bisschen die Hürden. Und allgemein mal noch ein bisschen ausführen, was Wadin ist, wie das genau mit OpenLayers zusammenspielt, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Und um einen kurzen Überblick zu geben, in der Einführung, das sind wir jetzt. Als nächstes dann, was ist Wadin? Wie OpenLayers kurz erklärt. Wieso Wadin? Auch wieso wir Wadin als Technologie einsetzen. Dann the good, the bad and the ugly. Und dann noch mein persönliches Fazit und auch eine Empfehlung oder einfach meine Meinung dazu. Und Wadin kommt aus dem Finnischen und heißt dort Hirschkuh. Hirschkuh. Also Wadin ist ein Framework für eine rich Internet Application und es ist sehr stark eigentlich server-driven. Es braucht im Gegensatz zu vielen Projekten, die wir heute gehört haben, wie GeoX zum Beispiel, kein JavaScript, HTML, PHP, Ruby oder Python. Es wird wirklich nur in Java geschrieben. Das ist eigentlich, man schreibt alles in Java und deployt es dann und Client-Seite und Server-Seite wird separat eigentlich von Wadin dann generiert. Es läuft auf einem Tomcat 7 Backend und im Frontend wird das Google Web Toolkit verwendet. Ich erwähne hier das Google Web Toolkit noch einmal speziell, weil da ist immer ein bisschen Skepsis. Ich habe mit Google gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Es wurden auch gute Google-Projekte meiner Meinung nach plötzlich eingestampft, weil die Nachfrage nicht da war. Aber ich persönlich, ich hatte die Nachfrage und das Bedürfnis noch. Aber das war dann halt eben bei Google dann nicht mehr so wichtig. Und das Schöne am Google Web Toolkit ist, obwohl es eine Google-Entwicklung ist, ist es heute eigentlich ein Open-Source-Projekt, wo 2 Google-Entwickler im Steering Committee sind, unter anderem auch ein Wadin und ein Sencha-Entwickler. Und das finde ich eigentlich noch schön zu sehen, dass Google etwas geöffnet hat für die Open-Source-Community und wirklich Wadin sitzt eigentlich da mit drin und sieht eigentlich, in welche Richtung es geht. Und deshalb denke ich, ist die Technologie bei Wadin auch nicht so schlecht aufgehoben. Dann komme ich hier zu einer kleinen Demo, mal was Wadin überhaupt ist, dass man sich doch so ein bisschen vorstellen kann. Also das ist auch die offizielle Demo, die man auf wadin.com findet. Das sieht dann so aus, man hat vom Look and Feel her ist es sehr ähnlich halt angelegt wie eine Desktop-Anwendung und das finde ich eigentlich auch das Schöne. Ja, um sich einfach kurz einen Eindruck zu verschaffen, das ist so ein typisches Wadin-Layout. Und an dem erkennt man eigentlich auch die großen Wadin-Projekte, weil die sehen alle ein bisschen ähnlich aus. Das ist halt das Problem bei den Frameworks, das ja, sieht am Ende halt alles ein bisschen gleich aus. Dann, wie OpenLayers ist nichts anderes eigentlich als die Brücke von OpenLayers zu Wadin. OpenLayers, das kennt ihr ja von den vergangenen Vorträgen von heute Nachmittag. Das macht all die schönen Sachen mit GIS, WMS-Streams und Vektordatenanzeigen und das hat Wadin gefehlt und deshalb hat Matti Tavonen, ist einer aus dem Kernteam von Wadin, er wird von der Firma bezahlt für die Entwicklung,
eigentlich mehr aus einem Hobbyantrieb für sich selbst entschieden. Er möchte gerne mal ein bisschen GIS machen mit Vadin und hat Open Layers gekannt und hat dann die Wrapper-Klasse wie Open Layers geschrieben. Das Ganze wird auf Google Code Repository gehostet, ist für jedermann zugänglich. Die Dokumentation ist nicht mehr ganz aktuell, aber es ist relativ gut beschrieben, dass man sich da einarbeiten kann. Aktuell ist die Version 1.3.1 und das Projekt ist wirklich klein und man sieht, es kommt halt aus einem Hobby raus und hat halt auch bis jetzt nicht wirklich viel kommerziellen Antrieb gehabt und deshalb hat es 40 offene Issues und 15 Committer, wobei ich ganz ehrlich bin, ich würde mal sagen, 2 committen regelmäßig und der Rest, der hat vielleicht mal 3 Linien Code geändert. Also mich eingeschlossen. Um das mal kurz zu verdeutlichen, für die, die nicht ganz so IT-affin sind, also wir haben Vadin auf der linken Seite, wir haben Open Layers auf der rechten Seite. Vadin ist eine Java-Technologie, Open Layers ist eine JavaScript-Technologie und dann haben wir, wie Open Layers eigentlich, es macht nichts anderes als Vadin die Funktionen von Open Layers zur Verfügung zu stellen. Jetzt komme ich zu, wieso Vadin, weil bei uns, das ist schon 4, 5 Jahre her, wir machen im Haus eigentlich ERP-Systeme und Abo-Vertriebslösungen, solche Sachen. Und dann mussten wir eines Tages feststellen, immer mehr Kunden wollten in eine Cloud-Lösung gehen und keine Server mehr bei sich haben. Client-Server-Lösungen sind nicht mehr so im Trend wie auch schon. Und dann haben wir Frameworks evaluiert, unter anderem auch Ruby mit diversen Zusatzframeworks und Python. Und wir mussten sehr schnell feststellen, dass unser Kerngeschäft eigentlich Java-Programmieren war, schon seit Urzeiten. Und Vadin hat sich da halt ergeben, weil man alles schön in Java schreiben kann und man hat eine neue Technologie, also diese Internet-Application mit Java zugänglich gemacht. Und was auch ein Punkt ist, ist Java-Entwicklung ist halt eine konservative Wahl. Java hat halt ein bisschen längere Release-Zyklen, es ist ein bisschen langsamer, träger als andere Programmiersprachen. Aber das Gute ist halt eben auch, wenn man dann was für Business-Kunden macht, dann kann man halt auch ein bisschen stetigen Release-Zyklus garantieren und muss dann nicht immer auch noch aufpassen, dass bei der nächsten Version, dass dann noch was komplett umgebaut wird, dass man dann nicht mehr mit der aktuellen Technologie fahren kann. Und jetzt zum Package, also Open Layers mit V-Open Layers und Vadin. The good aus meiner Sicht ist, es ist wenig Aufwand. Man hat eigentlich eine Technologie, man entwickelt alles in Java. Man hat wenige Schnittstellen, also man muss sich zum Beispiel um Ajax oder REST gar nicht kümmern. Und man hat natürlich eine gute Toolchain, weil für Java und Java Enterprise Edition gibt es sehr gute Tools, das heißt, Eclipse ist ausgereift, gute Unit-Tester, dann die ganzen IntelliJ-Produkte, das ist wirklich, das sehe ich als ein großes Plus. Und eben wieder in Klammer, ich setze das in Klammer Java, weil ich finde, ja, ich sage es mal so, wenn ich eine Stellenausschreibung mache und ich sage, ich brauche einen guten Python-Programmierer, dann wird das wahrscheinlich viel schwieriger zu finden sein, als wenn ich sage, ich brauche einen guten Java-Programmierer. Und Java ist halt auch etwas, das man noch... Das lernt man teilweise auch noch an der Hochschule oder in der Ausbildung und das nimmt man dann mit und man kann es dann wie weiter behalten und es ist dann also nicht so schlimm, wie viele mir das erzählt haben, dass Java ist. Es funktioniert. Und jetzt möchte ich hier, das ist vielleicht ein bisschen ja mehr so als Karikatur gedacht, wenn man sich überlegt, wie man eine GIS-Anwendung baut, dann hat man ein Frontend, da braucht man OpenLayers, GeoX 2 oder auch nicht, je nachdem. Man hat alles im Browser, dann braucht man irgendeine Business-Logik, die muss irgendwie mit dem Browser kommunizieren, ein Framework, dann noch Python, Ruby oder PHP zum Beispiel. Und dann hat man noch Server, man muss die Daten halten. Also es ist relativ sehr kompliziert. Es ist vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt. Und an den Versionsnummern müsst ihr mich nicht aufhängen. Ich weiß, OpenLayers 3 läuft nicht mit GeoX 2 seit heute Nachmittag. Und es ist bewusst. Und dann auf der anderen Seite hat man einfach die Lösung, wie man sie hier sieht, das ist auch ein bisschen überspitzt dargestellt. Bei mir ist bewusst, dass mit Java kann ich keine Datenbank vernünftig anbinden. Da gibt es auch wieder Frameworks, aber es ist ein bisschen zum Zeigen, es ist doch ein bisschen weniger geworden. Jetzt zu the bad. Also bei diesem Punkt muss ich sagen, dass wir auf Vadin gestoßen sind, das war sehr bewusst. Dass wir aber wie Open Layers als Technologie genommen haben,
das ist hier in Punkt 4 eigentlich sehr gut beschrieben. Es fits the gap. Es war für uns eigentlich überhaupt, mit wenig Aufwand hat es ermöglicht, Open Layers als Technologie in Wadin zu nutzen. Und die drei Punkte stimmen dann wirklich. Also es ist wirklich eine Exotentechnologie. Die Community ist relativ klein, eben 12 oder 15 Committer und nur 40 Issues. Und ich würde mal sagen, es hat dann noch zwei, drei mehr als nur diese 40. Man hat allgemein sehr wenig Erfahrung, vor allem auch im produktiven Umfeld. Und ja, das ist vielleicht nicht unbedingt immer ein gutes Zeichen, aber man kann es ja mal probieren, weil es lag auf der Hand, wenn man jetzt auf V-Open Layers setzt, dann kommen wir eigentlich mit wenig Aufwand zu GIS-Technologie in einem Non-GIS-Framework. Aber ja, die Story ist hier leider noch nicht ganz zu Ende, weil The Ugly ist V-Open Layers 1.3.1, das ist die aktuelle Version, ist für Wadin 6 gemacht und Open Layers 2.12. 2.13 habe ich noch nicht getestet, aber wird vermutlich auch gehen. Die aktuellen Versionen von Wadin sind jetzt 7.1 und von Open Layers 3. Also ich setze mal die 3 hier in Klammer, aber ich denke, wenn man jetzt in die nahe Zukunft denkt, dann ist die 3 sicher richtig. Und da bin ich hingegangen eines Abends und habe mir dann so einen alten Satz von einem Dozenten und an einen Pattern gedacht. Low Coupling, High Cohesion, wie schwer kann es sein? Ich nehme mal kurz die neuen Komponenten, wirf sie zusammen in den Topf, drücke auf Compile und das wird schon gehen. Vielleicht 2, 3 Fehler, aber mit 20 Minuten Arbeit ist das erledigt. Ja, und dann saßen wir dort und es war dann bereits nach 18 Uhr, es ging gegen 19 Uhr und als wir dann die Fehler gesehen haben, mussten wir sagen, nee, ich glaube, es sind mehr als 2, 3. Also der Log wäre ungefähr so um die knapp über einem MB. Und Fact ist jetzt halt wirklich der, bei Wadin hat von der Version 6 auf die Version 7 ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Also man hat viel komplett umgebaut in der gesamten Architektur. Auch in unserem eigenen Code müssen wir wahrscheinlich einen größeren Aufwand betreiben, um alles wieder lauffähig zu machen. Bei Open Layers findet jetzt auch dieser Paradigmenwechsel statt, von 2.13 auf 3.0. Da ist auch komplett alles umgebaut worden. Und jetzt kommt auch das Problem mit so einer Wrapper-Klasse. Wir haben zwei Technologien, die sich weiterentwickelt haben, aber wir können die Wrapper-Klasse in der Version 1.3.1 nicht mehr nutzen. Und es gibt im Moment eigentlich für dieses Problem auch noch keine Lösung, da bin ich ehrlich. Und hier, ich zitiere Matthew Tavonen, den Entwickler. Das ist eine Antwort, die er mir auf meine E-Mail geschrieben hat. Und da muss ich sagen, ja, Open Source is cool. I've been repeating this lately a lot and becoming to start feeling bad that I haven't eagerly ported this to Wadin 7. But I'll be postponing my hobby efforts on Open Layers Wrapper at least until Open Layer 3 is stable. Das heißt, im Moment, wir sitzen eigentlich jetzt mit Wadin 6 und Open Layers 2.12 bzw. 2.13 fest und warten eigentlich auf eine wichtige Komponente, die uns ein Update auf beide neuen Versionen ermöglicht. So, die Frage ist halt nun, was nun? Also für uns ist es ganz klar, da die zwei Komponenten sehr nah zu uns zusammenspielen, werden wir Geld, Zeit, Ressourcen investieren, um das Problem zu lösen und werden auch da wahrscheinlich mit dem Matt Tavonen zusammenarbeiten, um versuchen, eine Lösung zu finden, dass das portiert wird. Weil, ich bin ehrlich, für uns, wir haben den Schritt damals entschieden und jetzt müssen wir das auch konsequent durchziehen. Aber nüchtern betrachtet, dieses Szenario, das wir hier gesehen haben, das kann und wird vermutlich mit jeder größeren Open-Source-Framework-Konstellation passieren. Also ich meine jetzt auch mit Open Layers 3 und GeoXt ist es ja ähnlich gegangen, auch wegen XJS 3 zu 4. Also das heißt, die Probleme, die sind dann halt so, die kann man dann nicht ändern, da muss man jetzt einfach durch. Also mein Fazit ist, Wadin ist ein sehr gutes Framework, wenn man einfach möchte eine Applikation entwickeln, die desktopnah aussieht, aber auch im Intranet gebraucht werden kann. Wie Open Layers funktioniert sehr stabil, obwohl eigentlich das nie geplant war für einen Production Release. Wir setzen das jetzt mittlerweile auch produktiv ein, haben eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Open Layers ist ebenfalls ein gutes Framework, aber das muss ich hier, glaube ich, nicht erwähnen. Und ein Punkt, was ich vorher als gut angesprochen habe,
kann man auch anders deuten. Also die enge Abhängigkeit der Komponenten, das ist schon ein Problem, weil man ist dann halt wirklich angewiesen, dass all die drei Sachen miteinander harmonieren. Das ist dann keine Schnittstelle oder ein REST-API, wo man einen Server tauschen kann und dann mit der gleichen API weiterfahren kann. Es ist sehr nah aufeinander. Und hier der unterste Punkt, es gibt keine Grenze zwischen Server-Client. Wieder, es ist positiv in der Entwicklung, man kann Java durchziehen als Technologie von A bis Z. Es ist aber gleichzeitig auch nicht unbedingt positiv, weil wenn man Viewer in OpenLayers brauchen möchte, um Daten anzuzeigen von dem Server, wo Daten drauf sind, so als Extension für einen Kunden oder so, dann hat man wieder kein bewusstes API geschrieben, weil man meistens, man sitzt halt wirklich mit Vadin im Client und im Server zusammen. Und bevor ich fertig bin, sage ich euch noch ganz kurz, wie das Ganze dann aussieht. Das Ganze sieht dann so aus, das ist typisch OpenLayers 2.12, man kann die Karte reinzoomen, rauszoomen, so das Übliche. Man kann hier auch die Kartenlayer ändern und Punkte zeichnen. Linie zeichnen. Ja. Also eigentlich genau die gleichen Funktionen wie OpenLayers. Einfach, dass das jetzt hier in einem Framework ist, wo man noch viel mehr machen kann mit Datenhandling und so weiter. Fragen? Gibt es denn Fragen? Vorne, ich gebe noch mein Mikro. Nur ein kleiner Kommentar, der Name Vladin ist. Also es ist auf Finnisch nicht eine Hirschkuh, sondern es ist die Göttin aller Hirsche und Kühe und kommt immer dann zur Erscheinung, wenn der Held in Not ist. Ist sehr poetisch. Also immer wenn der Held in den Kämpfen etwas braucht, kommt diese Erscheinung zum Bild und führt den Helden zu der Stelle, wo er sein Schwert oder seinen Bogen findet, mit dem man dann das Böse erlegen kann. Sehr poetischer Name für ein Kissbuch. Dankeschön. Sehr schöne Ausführung, Dankeschön. Gibt es sonst noch Fragen? Hier vorne einmal. Also bei dem Vadin ist es ja so, da gibt es ja viel Erweiterung für, kostenlose und auch viele, die ja dann Geld kosten. Kommen da wirklich jetzt mit den kostenlosen Erweiterungen aus, wenn man jetzt eine größere Anwendung schreiben möchte? Also ich bin ehrlich, wir brauchen insgesamt in Vadin 6 zwei oder drei Extensions, also so Widget-Sets, die man dazu tut. Und mit Vadin 7 werden wir noch eine brauchen. Also man kommt mit den kostenlosen Sachen eigentlich sehr, sehr weit hin, was eigentlich sehr positiv ist, weil die Dependency sehr klein ist und die Chance, dass man dann wieder in so ein Migrationsdebakel reinläuft, minimiert sich dann. Noch eine Frage, wenn es mir gestattet wäre. Ist ja Java eigentlich, was man programmiert, kann man auch Java, weitere Java-Bibliotheken einbinden, ohne Probleme? Selbstverständlich, also wir benutzen zum Beispiel JPA Hibernate als OR-Mapper für unsere Datenbanksysteme, dann kann man auch zum Beispiel RabbitMQ für Queuing in ein ERP-System reinverwenden, also die Möglichkeiten sind grenzenlos, weil es baut auf Java auf und es läuft dann auf Tomcat 7 halt und die Trennung erfolgt dann über das Framework, nicht über den Entwickler selbst. Gibt es noch weitere Fragen? Jetzt hätte ich noch eine kleine, vielleicht hast du es auch erzählt, habt ihr mal eine Abschätzung gemacht, wie viel Arbeit ihr jetzt da reinstecken müsst, quasi um wieder aktuell zu sein? So ungefähr, ich will dich nicht jetzt auf... Ja, also... auch in Tagen, nicht in Geld, also... Nee, ich habe, also, das Fazit ist das, wir haben mal als Vorabschätzung entschieden, dass wir ich habe mit Kontakt mit dem Matti Tavonen, und wir haben mit ihm gesprochen, hat gesagt, er könnte über Vadin so eine bezahlte Migration machen. Also ich bezahle dafür, dass die Bibliothek auf den neuen Stand gebracht wird. Und das ist jetzt mal der erste Ansatz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch gestern beim Social Event erwähnt, ich kann im Moment aus dem persönlichen Bauchgefühl heraus nicht sagen, wie viel Aufwand es wird. Ich glaube, Vadin 7 mit OpenLayers 2.12, 2.13 ist so, mit absehbarem Aufwand vermutlich so in einer Woche, zwei Wochen machbar. Aber mit OpenLayers 3 seit heute Mittag muss ich sagen,
Ja, ich glaube, das wird nicht in einer Woche lösbar sein.